Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mit diesem Video möchte ich zeigen, welche Katze wir benutzen und wie wir damit bearbeiten, wie wir die alle Bestellungen empfangen und welche Funktion besitzt diese Katze. Meine Empfehlung ist auch die Lieferdienste, diejenigen, die Abholung und Online-Bestellungen empfangen. Das ist nur Empfehlung, keine Werbung. Ihr könnt aber auch andere Katze benutzen, welche ich benutze. Möchte ich damit zeigen. Mit diesem Barcode-Scanner können Sie einfach Artikel scannen und schneller Bestellungen abschließen. Das hilft auch bei neuen Mitarbeitern, weil er muss nicht alle Preise merken. Damit zeige ich Ihnen, wo ich diese Kasse gekauft habe, wo Sie auch kaufen können. Dafür gehen Sie in Google, schreiben Sie Winorder rein, dann landen Sie auf diese Webseite. Gehen Sie Winorder Software rein. Falls Sie eine ältere Version benutzen, dann gehen Sie auf die Update rein. In dem Fall gehen wir Winorder Kassensoftware. Sie haben drei Varianten. Sie können auch das gleich kaufen, komplett Version oder per Rate kaufen oder Abo-Version. Ich habe mich persönlich auf Kaufversion entschieden und Winorder Professional. Diese kostet Ihnen 1.299 Euro plus zusätzlich Mehrwertsteuer. Diese Kasse können Sie auch für andere Länder benutzen, Italien, Schweiz, Österreich. Sie können nach dem Warenkorb Bestellung abschließen und diese Software per E-Mail nächste Tagen erhalten. Warum habe ich Professional Version entschieden? Weil diese hat mehrere Funktionen, weil ich möchte damit auch Online-Bestellungen empfangen. Und mit dieser Professional Version können Sie auch Online-Bestellungen empfangen. Mit Light und Standard Version sehen Sie, da ist mehrere Kreuz dabei. Viele Funktionen können Sie damit nicht benutzen. Daher habe ich mich auch Professional Version entschieden. Diese Software können Sie auch auf eigenes PC, eigenes Laptop hochladen und dort mit Hilfe der Drucker Bestellungen ausdrucken. Nachdem Sie diese Software installiert haben, kriegen Sie so eine Bildschirm nach alle Einrichtungen. Wenn eine Kunde Ihnen anruft, wird so eine Telefon auf die Startseite angezeigt. Wenn schon bestellt hat, wird dann gleich seine Name und Adresse angezeigt, aber in dem Fall, der Kunde hat noch nicht bestellt, dann übernehmen wir diese Telefonnummer und speichern wir seine Name und Adresse. Beispiel, hier habe ich Nachname Test geschrieben. Teilen Sie bei Kauf denen direkt Ihr Liefergebiet mit, damit dann ihr diese Adresse auch drin hat. Ihr schreibt Beispiel erste drei Buchstaben richtig ein, dann sucht er die nächste Straße automatisch raus. Damit habt ihr dann keine Schreibfehler. Namen, Firmenname, Adresse und Postleitzahl, wenn ihr das geschrieben habt, speichern Sie oben diese Kunde und nach dem Klicken landen Sie auf diese Bestellseite. Hier können Sie, was der Kunde möchte, direkt über die Artikelnummer oder direkt Pizzenname oder Artikelnamen suchen. Beispiel habe ich hier drei großen, habe ich und ich kann auch diese große auswählen. Sobald Sie Bestellungen abgeschlossen haben, können Sie auf die Bestellübersicht alle Bestellungen sehen, sowie telefonische Bestellungen und Online-Bestellungen. Diese Kunde wird es wieder gespeichert haben. Wenn nächstes Mal anruft, erscheint direkt seine Adresse. Das, was wir vorher gespeichert haben, Test und Teststraße 25. Dann brauchen Sie nicht mehr diese Formular ausfüllen. Direkt ein Klick können Sie Bestellung aufnehmen. So wie Abholer durch Barcode-Scanner können Sie schneller Bestellungen abschließen. So eine habe ich hier Beispiel gezeigt. Wenn eine Kunde kommt, können Sie auch Hähnchenschnitzel und weitere Soßen drauf mit Preis, ohne Preis auch
damit einstellen. Das zeige ich Ihnen dann später, Ende des Videos. Bei Programmeinstellungen können Sie vieles weiteres Einstellungen übernehmen, sowie Allgemeineinstellungen, Abholverkauf, Personalverkauf, welche Rabatte ihr für Abhol und Personal eingehen wollt. Auch bei Rechnung, welches Layout, wie die Rechnung aussehen soll, können Sie hier bearbeiten. Unter der Funktion Online-Shop können Sie eure Shop hinzufügen, Beispiel OrderSmart, Lieferando, Uber Eats. Bei dieser Option können Sie Ihre Kunden hinweisen, wann die Bestellung bei Ihnen ankommt, können Sie hier Zeit einstellen und wenn Sie möchten, dass Bestellung automatisch ausgedruckt wird, können Sie dann auch hier einstellen. Für neue Shops hinzufügen, gehen Sie hinzufügen, weiter und diese alle Shops können Sie hier hinzufügen und direkt Bestellungen hier empfangen. Dann brauchen Sie das Gerät oder iPad nicht von Shopbetreiber. In dem Fall nehmen wir Lieferando. Klicken wir auf die Lieferando. Dafür brauchen Sie Ihre Kundennummer, was Sie ja schon haben, und die Passwort und weiter, und dann kann schon losgehen. Bei dieser Funktion können Sie mehrere Drucker haben. Bis zu 5 Drucker können Sie bei dieser Software anschließen. Beispiel eine im Küche, eine bei zweiter Küche, dann Bohnen wird dort auch gedruckt. Wie Sie Rechnung haben wollt, wie das Rechnung aussehen soll, welche Informationen auf die Rechnung haben soll, können Sie hier einstellen. Weiteres Einstellung bei telefonische automatisch Anrufanerkennung können Sie unter Telefon allgemein einstellen. Diese genaue Anleitung können Sie auch unter Winner oder Anleitung sehen. Falls ihr dafür weitere Informationen braucht, schreibt die unten in die Kommentare, dann werde ich auch Ihnen separate Videos machen. Diese Zugangsdaten sollte auch mit Fritzbox unter die Telefongeräte übereinstimmen. Bei Artikelverwaltung können Sie eure Pizzen, großen Preise und verschiedene großen Preise, extra Zutatenpreisen, alles selbst bearbeiten. Falls Sie damit nicht umgehen können, schickt ihr eure Menükarte an WinOrder. Sie können dann euch helfen gegen Aufpreis, das ganze Menü hier einlegen. Danach könnt ihr dann selbst Preise ändern. Nachdem alle Pizzen und Zutaten eingestellt sind, dann können Sie so mit Kassensoftware arbeiten. Beispiel, eine Kunde hat erst 1 Meter Pizza gekauft, dann will er extra Pepperoni, können Sie auch links, rechts, ganz oder ohne Preis hinzufügen, auch teilen. Sie können auch Rabatte mit Prozente oder direkt Betrag abziehen. Auch Vorbestellungen können Sie hier direkt auf die Rechnung markieren. Unter der Funktion Kommentar können Sie zu Artikel oder Bestellung einen Kommentar hinzufügen. Unter die Berichte können Sie Tagesumsatz, Jahresumsatz, Monatsumsatz sowie Online-Shop-Umsatz einsehen. Hier, wenn Sie Tagesabschlussabend machen, können Sie dann direkt sehen, wie viele Online-Zahlungen, wie viele Barzahlungen gekommen sind und dann Barzahlung eure Bank bringen und direkt hier im Kassenbuch markieren. Falls ihr noch Fragen habt, bitte schreibt ihr unter den Kommentar und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Bis bald!